Servus Leute, willkommen zurück auf ungeschminkter Blackstream. Es gibt YouTube-Pranks da draußen, die sind einfach jenseits von gut und böse. Sowas macht einen einfach nur noch traurig, wie zuletzt dieser YouTube-Freak aus New York City, der soeben einfach mal eine Ohnmacht am Steuer simuliert und damit einen Rettungseinsatz auslöste. Und mit YouTube-Freak halte ich mich gerade eh noch zurück, denn solche Leute würde ich am liebsten teeren und federn. Was manche Influencer und YouTuber anstellen, um an Reichweite zu gelangen, ist trauriger als die Endminuten von Titanic. So vor kurzem geschehen in New York City, als ein 30-jähriger Online-Prankster sich einen in Anführungszeichen Scherz erlaubte. Mitten am Times Square, wo sich normalerweise die Werbebanner von Coca-Cola und Pepsi Gute Nacht sagen, simulierte dieser Höhlenmensch mit voller Absicht einen Kollaps am Steuer seines Toyotas, nur um sich dabei zu filmen. Dieser Typ ließ sich einfach kopfüber aufs Lenkrad fallen und aktivierte damit die Dauerhupe, um so zu tun, als habe er das Bewusstsein verloren. Ich werde dabei kein Footage oder den Namen dieses YouTubers einblenden, der mit seinen über 160.000 Abonnenten sowieso schon zu viele Follower hat, da ich solche Leute nun wahrlich keine Aufmerksamkeit geben möchte. Ich hoffe aber, dass YouTube seinen Kanal nach dieser Aktion umgehend löscht. Denn dies wäre in diesem Fall absolut gerechtfertigt, denn dieses stupide, verantwortungslose Verhalten löste natürlich einen Noteinsatz der umliegenden Polizei aus, die natürlich von einer wirklichen Herzattacke oder ähnlichem ausgingen. Diese zögerten dann keine Sekunden, durchschlugen die Scheiben des Autos, um den Mann zu befreien und anschließend versorgen zu können. Stattdessen erwartete sie nur ein weiterer Internet-Chaot, der sowieso schon vorher mit geschmacklosen Videos auffiel. Denn das ist nur die Spitze des Eisbärs. So sind auf seinem YouTube-Kanal auch Videos zu finden, in denen er Babypuppen anzündet oder mit Faustschlägen taktiert. Ich meine, what the fuck? Verzeiht diese Worte, aber bei solchen Menschen habe ich echt große Lust, deren Mäuler als Urinal zu entweihen. Während seiner Ohnmachtsimulation waren zu dieser Zeit natürlich schon längst eilig herbeigerufene Rettungskräfte unterwegs, die an anderer Stelle dann natürlich fehlten, was ich einfach für das Widerlichste überhaupt an dieser Aktion halte, da er somit bewusst eingeht, andere Menschenleben zu gefährden. Das Gute ist, dieser mächtigen Unterhalter für Arme wurde von der Polizei verhaftet und darf sich zumindest nun über eine saftige Strafe freuen. Hinzu kommt sein Vorstrafenregister. So liegen gegen diesen 30-jährigen Mann schon mehrere Fälle von absichtlichen Fehlalarmen, Belästigungen und chaosstiftenden Handlungen vor. Diese Aktion sollte auf alle Fälle hart bestraft werden, da er einfach die Zeit von Ersthelfer darauf verschwendet hat und es sich hierbei um kein Kinderspiel handelt. Einfach mal so 5 Polizisten, ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen für die Fake-Ohnmacht abgelenkt. Das geht einfach nicht. Da fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Vielleicht sollte YouTube einführen, dass YouTuber vor dem Hochladen eines Videos mal so ein Führungszeugnis vorlegen. Sowas geht einfach auf keine Kuhhaut. Seid auf dieser Plattform YouTube einfach mal echte Vorbilder, anstatt solche dreisten Aktionen abzuliefern. So, danke, dass ich kurz meinen Frust darüber auslassen konnte, aber sowas triggert mich einfach. Habt ihr auf YouTube auch schon solche geschmacklosen Pranks gesehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oben rechts habe ich euch noch ein wunderbares Video über einen wahren YouTube-Vorbild verlinkt, den man sich echt gut geben kann. Und unten rechts findet ihr dann mein neuestes Video von meinem Partypad-Kanal. Dort mache ich mich dann über den ekligen Tafelschwamm aus der Schule lustig. Kann ich auch sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und den Kanal mit einem Abo zu unterstützen. Ja, in diesem Sinne möchte ich nun keine weitere Eigenwerbung hier betreiben, sondern wünsche euch ein wunderbares Wochenende und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Und das heißt, broadcast yourself, broadcast together, euer Patrick. Macht's gut!